Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongus Jakob von den Frakta und ich bin in Roma Surrectum 2. Und zwar ist das eine Mod für Rom Total War 1. Und zwar ist das eine von den Mods, die halt bis zum Ende eigentlich bei Rom geblieben sind, während die meisten Teams schon weitergewandert waren zu Medieval 2. Daher haben sie relativ viele Entwicklungen aus Medieval 2, die übertragbar sind, auch übertragen. Ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, was überhaupt machbar ist, weil halt das schon halt das ältere Spiel ist und halt hier die manche Sachen halt einfach nicht so funktionieren wie in 2. Das betrifft zum Beispiel das Skript oder halt es gibt halt oder wie man überhaupt Mods installiert. Also in dem Fall muss man über das komplette, also muss man im Prinzip das Rom-Verzeichnis einmal komplett kopieren in den neuen Ordner und da halt die Mod drüber bügeln. Das ist ein bisschen lästig, weil man relativ schnell die Platte voll bekommt. Also noch schneller als mit Medieval 2 Mods, wobei das ist auch nicht so schwer, da schnell eine Platte mit voll zu bekommen. Roma Surrectum 1 war auch schon für Rom 1, das ist also die zweite und richtig verbesserte Version und es ist meiner Meinung nach auch die beste Overhaul-Mod, die es gibt. Jetzt kann ich immer noch raussuchen, mit welcher Exe ich spiele. Also ich spiele im Moment mit Barbarian Inversation. Ich habe zwar dieses Alexander Add-on, ich habe das auch gespielt, aber ich habe es auf dem neuen Computer nicht mehr zum Installieren bekommen, glaube ich. Das hatte ich, ich hatte mir diese Eras-Sammlung extra gekauft für teuer Geld, damit ich die Alex-Addon überhaupt bekomme. Das war irgendwie immer so ein bisschen knifflig und schwierig zu bekommen, dieses Addon. Das war dann meistens auf diesen Sammlungen dann nur drauf. Ja, dann ist das blöde Ding hier irgendwie auf meinem alten Rechner zwar gelaufen, auf dem XP-Rechner, aber auf dem neuen wollte es nicht mehr. Weil ich habe mir vielleicht nicht genug Mühe gegeben. Weil so, also es ist halt ja, ja. Wenn ich werde es immer versuchen zum Laufen zu bekommen, dann nehme ich es auch auf, um es euch auch zu zeigen. Ja, kommt alles noch. Ich habe ja noch Zeit, ja. Die nächsten Jahre bügel ich das in Frakta Games Archiv richtig schön voll. So, genau, es ist mir jetzt ein bisschen seltsam, wenn man das noch nie gesehen hat, die Mod. Hier diese Auswahlschirm, und zwar ist es so, welche Fraktion man spielt, ja, darüber entscheidet man in den Launcher außerhalb des Spiels. Also über den man halt quasi ein Spiel startet, kennt man mittlerweile vielleicht auch in 2 Mods, oder halt, wer halt gar nicht die Elternspiele gespielt hat. Die DAS Mod für Empire hat ja auch so einen Launcher, wo man alles mögliche außerhalb vom Spiel einstellt. Es ist deshalb manchmal auch die beste Overhaul-Mod und nicht mehr Europa Barbarorum 1, was es ganz lang für mich war, weil halt einfach, was die Grafik, die Einheiten angeht und was da gemacht wurde, halt einfach mehr erreicht wurde noch als bei EB1. Es ist eigentlich ein anderer Schwerpunkt. EB1 spielt zum einen zu einem anderen Zeitpunkt. Legt den Schwerpunkt mehr auf Gebäude und so Ressourcen-Gimmicks und sowas auf der Karte. Hat also EB1 hat auch unheimlich viele sehr schöne Einheiten, aber Roma Surrectum 2 hat halt einfach die schöneren Einheiten. Liegt halt immer auch daran, dass das Team von Europa Barbarorum ist ja schon weitergezogen gewesen, hat begonnen mit ihrer Teil 2, also ja, mit Teil 2 eben für Medieval 2 dann. Wenn die hier geblieben sind bei Rom, haben hier weiter ausgeschöpft und einfach dann ja die bessere Modelle hier eingebaut. Und deshalb sind die Einheiten hier, finde ich, dann auch schöner. Vor allem das Spiel macht dann auch vor allem Spaß mir, wenn man diese Heeresform hinter sich gebracht hat, mit der man die richtigen Legionen bekommt. Also die man hier zum Beispiel auf dem Bild sieht. Und davon gibt es dann irgendwie ein paar 20 Stück auf der ganzen Karte verteilt, immer da, wo die halt historisch sich aufgehalten haben, diesen Rekrutierungsraum. Und die sehen halt alle unterschiedlich aus und das ist dann irgendwie so eine Sammelleidenschaft bei mir zum Beispiel geworden. So wie als Kind man Matchbox-Autos, beziehungsweise die Jüngeren, die Matchbox-Autos nicht mehr kennen, von mir aus Hot Wheels-Autos. Und so wird das dann, ist das hier quasi bei den Legionen auch so ein Sammlertrieb, so, oh cool, jetzt habe ich die Legion, wo gibt es eigentlich die nächste Legio, keine Ahnung, hau mich blau. So, dann gehen wir mal rein, ich lasse es mal auf Medium, weil ich keine, nicht weil ich eine Muschi bin, sondern weil unter sehr hart ich immer zuge
gemüllt werde von Fullstacks, die alle Sekunden angerusht kommen. Das kann spannend sein, führt aber, also führte zumindest bei mir dazu, dass ich die Mod irgendwann mehr weitergespielt habe, weil es einfach extrem lästig wurde, gegen eine Fraktion zu spielen, die nur noch eine Region hat, aber irgendwie sich trotzdem 13 Fullstacks leisten kann. Und das ist dann halt einfach lästig, ja, wenn man jede Runde 20 Schlachten schlagen muss, nur damit man 5 Meter vorankommt. Ja. So, das Background-Script. So, genau, weil es ein bisschen hell ist. Das liegt daran, die haben so ein Programm noch verwendet, so ein externes, das in der Installation eingefügt wurde. EMB in dem Fall ist es. Das kennt ihr vielleicht, das gibt es für verschiedene Spiele. Und da gibt es ja noch mehr so Programme, ich glaube SweetFX oder wie das heißt. Also da gibt es eine ganze Reihe, so im Prinzip, die einen Filter drüber legen. Um halt die Grafik dadurch schöner zu machen. Bei mir hat das den Effekt, dass die Karte dann halt sehr hell ist und ich dann teilweise schon Schwierigkeiten habe, Gebäude und Texte zu lesen, also Gebäudebilder anzugucken und Texte zu lesen. Ja, wie ihr seht, bei mir ist es sehr hell. Ich habe auch ein bisschen mal rumgespielt, dunkler zu machen, so hat irgendwie jetzt wirklich geklappt. Ist eigentlich auch wurscht. Die haben die komplette, wie heißt es nochmal, Honorum, bla bla bla. Also diese ganzen Durchlauf hier reingebastelt mit Senator, mit Pro-Konsul etc., mit Edil. Am Anfang hat man die alliierten Einheiten, also in Rom habe ich halt römische Einheiten, aber zum Beispiel in Capua habe ich eben alliierte Truppen, die ich ausheben kann. Ich habe immer diese regionalen Spezialitäten. Die Karte ist natürlich wunderschön, ja, und vor allem riesig. Ich vergleiche immer ganz gern die Vanilla mit dem Spiel im Bereich Spanien, weil in der Vanilla ist Spanien so ein Fliegenschiss. Ja, da rollt man in einer Runde durch oder zwei und hier hat man halt eine richtige Karte, ja. Und die geht eben bis Persien. Ja. Ist die Straße von Hormuz und ich habe ja ganz viele Fraktionen drin. Ich habe jetzt standardmäßig scheinbar irgendwie Toggle 4 an, deshalb sehe ich das hier alles. Gut, jetzt auch nicht weiter schlimm. Ah, Raffia, hier war eine ganz berühmte Schlacht zwischen den Diadochen. Ach, da stehen sie ja schon bereit. Ja, also es gibt Unmengen Einheiten, die auch ganz toll aussehen. Werde ich euch eh gleich zeigen müssen. Ja, gut, hier der Klassiker, ja, die Weltwunder auf der Karte. Das fand ich in Rom auch immer schön. Ja, wo ist denn das nächste? Hier müsste irgendwo das Mausoleum sein. Ach, keine Ahnung. Hier lungern die Pyramiden rum, genau. Und zwar, wenn ich das Spiel starte, dann habe ich direkt Hannibal zu Besuch. Und nicht nur Hannibal, sondern sein besten Kumpel Mahabal, der lungert irgendwo hier rum. Den sieht man jetzt im Moment nicht, weil der noch getarnt ist. Und wenn ich jetzt versuche, hier wegzumarschieren, dann haut er mir ins Genick. Aber erstmal hole ich schon noch ein bisschen Verstärkung. Ach, Hannibal. Ich glaube, in die Schlacht komme ich eh nicht drum herum. Ich kann ja nicht verstärken, weil wenn er hier durchmarschiert, wird er von einem Mahabal, der hier noch unsichtbar ist, geblockt. Die könnten aber die mal ganz vorsichtig rausschicken. Da. Ja. So, jetzt aber Mahabal ein bisschen weiter weg. Jetzt gucke ich mal, ob ich das kann. Das kann ich. Ah, schön. Herr General! General! Stoßt vor! Ja, das war zu erwarten. Ah, wie ärgerlich. Zurückziehen! Ah,
das war jetzt eierlich. Naja, egal. Aber dafür ist er jetzt frei. Moment, die Flotte darf ich nicht opfern. Gegen die karthagische Flotte. Ja, Kapitän. Weil die brauche ich, um die Truppen aus Sizilien abzuziehen. Marschieren! Herr! Herr! Marschieren! Genau, dann lassen wir jetzt mal alles schön nach Imperator? Norden marschieren. Weiter! Wir können nicht weiter! Imperator? Befehle? Marschieren! Was Beine hat, soll marschieren. Befehle? Vorwärts! Ja, Meister. Ja, eigentlich hätte ich je nach hinschicken können zum Aufklären vom Mahabal. Naja, egal. Herr Imperator, Befehle? Weiter! Befehle? Befehle? Marschieren! So, und wir geben die Provinz der Truppen auf, weil ich eh mit den Makedonen im Krieg bin und die so nicht halten werden, halten kann. Mit ein bisschen Glück wird es rebellisch, bevor sie es erobern können. Wenn nicht, auch erstmal egal. Aber ich brauche die Truppen in Italien einfach dringender, damit ich hier im Norden direkt dann Befreiungsschlag machen kann. Einige Tage sind ja auch hier auf dem Festland mit Genua. Und danach habe ich hier eben diese extrem starken Rebellen-Provinzen, die ich mir erstmal sichern will. Dann habe ich die Boier schon im Land, die will ich relativ zügig hier weg haben. So, jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, ich versuche mal Mahabal zu schlagen, wenn das überhaupt geht. Geht, wunderbar. Dann bin ich wenigstens seinen zweiten Stack schon mal los. Aber wenn es natürlich doof ist, dass die Armee danach geschwächt wird, aber ich habe hier Verstärkung schon ein bisschen herangezogen. Und mit ein bisschen Glück, wenn die, wenn der zweite Stack zerschlagen ist, oder zumindest stark geschwächt nach Genua flieht oder Mahabals Truppe, und ich noch genug Truppen hier übrig habe, die dicht zusammenstehen, rückt Hannibal vielleicht ab. Warten wir mal ab. Diese überstolzen Männer dort sind die Karthager. Ja, ich liebe hier die Generalsansprache. So, jetzt gucken wir uns mal kurz Einheiten an. Ja, sieht einfach, wow. Maus ein bisschen empfindlich heute. Ja, es sind noch nicht die richtigen Legionen, ja, sehen aber trotzdem gut aus. Wo sind eigentlich die Triarier? Triarier! Genau. Mann, wir lassen sie mal richtig aufstehen. Jetzt, eine gescheite Formation einnehmen. Einheiten ohne Befehl feuern! Einheiten! Triarier! Euch drei lasse ich mal so ein bisschen in Reserve dahinter. Einheiten, marschieren! Steinschleuderer! Nach vorn! Rühren! Equites! Equites! So. Linke Flanke. Und den Alliierten weise ich die rechte Flanke zu. Equites! Einheiten! Kommando zur Einheit! General, marschieren! Okay, lass mal in der Mitte bleiben. So, starten wir mal. Gucken, was er macht, ob er vorrückt. Normalerweise neigt die KI eher sofort zurück. Gucken, was hat er denn da? Keltibäre. Ja, Schwertkämpfer aus Spanien, iberische mittlere Kavallerie. Hauptsächlich die spanischen Söldner, die er da hat.
Ja, also auch spanische Truppen auch. Das ist alles spanische Truppen. Oh, balearische Schleuder, weil die sind heiß. Ich glaube, neben dem mal kritischen Bogenschützen sind das mit die besten Fernkämpfer. Ja, jetzt will es aber wissen. Das kann der General mal selbst erledigen. Ah, die numidische Reiterei. Ich hätte es auch gewundert, wenn man eine libysche Reiterei. Ich habe keine Reaktion bei denen. Ah doch, jetzt zieht er die Balearen vor. So. General! Einheiten! Immer schön die Bogenschützen so ein bisschen Abstand halten lassen. Haben sie das jetzt schon verbacken konnten, den Vormarsch, aber ist mir auch egal. Einheiten! Schneller! Einheiten! Schneller! Einheiten! Triaria! Einheiten! Einheiten nach vorn! Ja, ist nicht so schlimm, dass die Kavallerie mal ein bisschen abseits steht. Da kann ruhig ein bisschen weiter vor. Hält mich seine Kavallerie immer noch zurück, weil er wird ja gerne meine Infanterie flankieren damit. Ah, jetzt fangen seine Truppen die Speere ein. Na gut, er wirft zurück. Jetzt kommen sie. Okay, noch gut. Ich lass mir die mal nach rechts. Quatsch, nach links ein bisschen abmarschieren. So, jetzt.
einmal geworfen. Okay, die mittlere Kavallerie haben wir auch geworfen. Jagt mal die balearischen Schleuderer. Okay, die iberische haben wir auch geschlagen. Halt! Stürzen. Und hier reiten die Schleuderer nieder. Und die werden zerquetscht. Und hier rennen auch. Die Kavallerie ist jetzt auf die gestoßen. Schön die Linie halten. Löst sich auch seine Infanterie langsam mal auf. So, jetzt mal das Zentrum hier einwirken. Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Das war's mit Mahabal. Hier können wir die noch niederreiten. Belungen eigentlich die Roma, die verfolgen die Trümmer von der leichten Kavallerie. Haben sie aus dem Schlachtfeld rausgejagt. Ups, ist auch schon noch Schluck auf. Naja, es ist schon wieder sehr früh. Ich höre eine Menge Vögel zwitschern vom Fenster, da Eulen und Schledermäusen jetzt zwitschern. Ach ja, es wird dann langsam wieder hell. Naja. Auf der anderen Seite habe ich mich an den Hunde zwitschert. Ich habe ja immerhin ganze Haufe so Vogelkästen aufgehängt, damit sie Kothöhlen bekommen. Und die nehmen sie natürlich auch begeistert an. Thank you.
Sowas wie Gefangene gibt es hier übrigens nicht wie mit die Evil 2, wo man dann hinterher sagen kann, was man, also wo man entscheiden kann, was man mit denen macht. In Rom gibt es sowas nicht. Was hier niedergeritten wird, ist raus aus dem Spiel. Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. Jo. Die feiern natürlich. Gewonnen. Noch ein bisschen was niederreiten, damit wir sicher sind, dass da wirklich nichts übrig bleibt. Attacke! Dies ist ein heroischer Sieg. Ja. Ja, heroisch war es nicht, aber es war ein klarer Sieg. Mahabals Armee ist zertrümmert. Also das Spiel ist richtig knackig. Einfach weil die Karte auch größer ist, und das ist etwas, was ich einmal sage bei Infracta-Mods. Ich mag lieber, die so groß ist überhaupt nur geht die Karte, weil dann einfach das strategische Element reinkommt des Raumes, ja, und der Tiefe des Raumes, und den Raum zu beherrschen, das ist extrem schwer. Wie erkläre ich denn das jetzt am einfachsten? Nehmen wir mal Italien. Also in Vanilla Italien ist es so ein winziges kleines Stiefelchen. Jetzt kann eine Armee da nicht groß operieren und sich bewegen oder auch durchschleichen, weil sofort gesehen wird, weil man braucht nicht viele Truppen, um das zu bedecken, weil halt nicht viel Platz ist. Wäre Italien, also Italien ist hier zum Beispiel schon mal größer. Hier kann man sich vielleicht schon eher durchschleichen, man muss das irgendwie beherrschen, muss Wachtürme aufstellen, muss Garnisonen zurücklassen. Das meine ich mit Tiefe, und man kann im Raum operieren. Und für Armeen ist dann auch schon wieder schwieriger, weil die Rückzugsbasis ist so weit weg, ja, die nächstgelegene Stadt, wo man ja, sich verstärken kann oder zurückziehen kann. Man muss also wirklich manövrieren, muss auch sich vorher überlegen, wie marschiere ich, wo marschiere ich. 1648 zum Beispiel, oder hier gibt es das auch, hier gibt es einfach Gegenden, da ist es extrem schwer zu operieren, weil einfach der Boden es nicht hergibt, weil das Auen sind, Sümpfe, Berge, und da kann eine Armee, vor allem wenn es im Winter sich bewegt, einfach mal hängen bleiben, mehrere Runden, und dann bekommt, dann greift schon wieder das ein Versorgungskript, man hat ernsthafte Probleme, und man hat noch überhaupt keinen Feind gesehen. Und das ist halt einfach etwas, was ich extrem spannend finde, eine Dimension der Kriegsführung, die halt bei einer kleinen Karte einfach wegfällt, weil dann, da rusht man einfach durch und Thema, ja, das Thema ist gegessen. So, jetzt mache ich aber meinen, glaube ich, meinen ersten Cut, wir kommen ja sowieso wieder, ja. Aber ich will nicht, dass jetzt schon hier so eine ewig lange Folge gibt, ja. So, wir haben ja hier direkt schon einen schönen, ja, Nepos hat einen schönen Sieg abgeliefert. Bin auch sehr zufrieden mit dem. Das probieren wir mal um. Herr, Imperator, Befehle? So, du darfst in die Stadt. Trenne mich von den Truppen. Genau. Herr, ist noch irgendeiner da? Weiter! Kavallerie hat jetzt nicht so gelitten, aber die alliierte Infanterie ist ein bisschen zerbröselt. Verlasse die Armee! Imperator? Ja! Imperator? Marschieren! Ja, als Speergeometriale, die Reiterei, die steht noch recht einwandfrei da. Und dann können wir bald gegen Hannibal antreten, damit wir den hier loswerden, damit wir dann Genua erobern können. Natürlich wäre es jetzt ja lustig zu sagen, ich bedrohe Genua und vielleicht verfolgt er mich, ich kriege eine Brückenschlacht. Oh, aber Brückenschlachten gegen die KI immer so unfair. Weil die KI, ja gut, andererseits, wenn man selbst über eine Brücke muss und die KI steht auf der anderen Seite, das ist auch nicht gerade. Ja, na egal. Okay, also, ich verabschiede mich jetzt erstmal aus Rectum 2. Ich bin morgen sagen, für Prakta, und ich wünsche euch noch viel Spaß, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.